ein Unternehmen, was sich bereits auf der Transferlog 2012 vorgestellt hat, jetzt Ihnen aber auch definitiv bekannt ist und auch in unserem TV-Studio auf der Logima 2013 ist, begrüße ich hier, nämlich Herrn Timo Dunkel, Sales Executive bei Transix Deutschland. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen, Dankeschön für die Einladung. Kein Problem, sehr gerne sogar. Und zwar folgendes, Ihr Unternehmen gehört ja de facto mit den führenden Anbietern von Flottenmanagementsystemen, sind auch seit einigen Jahren sehr, sehr stark in den deutschen Markt mit eingestiegen. Wie beweist sich Ihr Unternehmen hier? Was definiert Ihr Unternehmen? Gut, als ursprünglich belgisches Unternehmen haben wir uns natürlich am Anfang sehr stark auf diesen belgischen Benelux-Frankreich-Markt konzentriert, wo wir auch heute noch den Hauptteil unserer nahezu 50 Millionen Euro Umsatz generieren. Aber die soliden Wachstumsraten, die für die Logistikdrehscheibe Deutschland prognostiziert werden, wollen wir natürlich auch mitnehmen und davon profitieren angemessen. Okay, das war's mit den Flottenmanagementsystemen. Es ist ja auch der Punkt, dass immer mehr Branchenlösungen angeboten werden für die unterschiedlichsten Branchen. Da ist aber eins ganz besonders im Augenmerk, und zwar sind das Gefahrgutanwendungen. Wie verhält sich Transix in diesem Bereich? Gut, bisher waren wir vor allem im Bereich der temperaturgeführten Logistik unterwegs, aber speziell im Bereich der Gefahrgutanwendungen hat unser Team von nahezu 40 Entwicklungsspezialisten eine mobile Lösung entwickelt. Da haben wir TX Max, sollte vielen auch schon geläufig sein. Jetzt geht es aber auch um mobile Anwendungen, die immer mehr in den Markt treten. Da ist Transix auch schon mit dabei. Da haben sie nämlich den TX Smart. Dieser ist besonders an Unternehmen gerichtet, die externe Transporteure nutzen, freie Transporteure nutzen. Erklären Sie doch kurz mal diese Anwendung. Genau, TX Smart ist vor allem für Unternehmen gedacht, die mit vielen Subunternehmen oder wechselnden Subunternehmern arbeiten. TX Smart ist eine native Android-App, die sich der Subunternehmer und dessen Fahrer auf ihr Smartphone laden können. Sobald diese auf dem Smartphone verfügbar ist, werden die Daten sofort in die Backoffice-Software TX Connect integriert und alle relevanten Daten wie Positionen, Tätigkeiten, auch Probleme mit eventuellen Ladungen werden sofort an den eigentlichen Unternehmer weitergegeben. Welche Vorteile bringen fest eingebaute Bordcomputer? Welche Vorteile bringen Telematik-Apps? Gut, wir sehen momentan die Datenzuverlässigkeit bei den Festeinbauten noch ein Vielfaches höher als bei den mobilen Lösungen. Das heißt, es besteht eine direkte Fahrzeugverbindung zum CAN-Bus, zu den FMS-Schnittstellen. Es ist eine zwingende Menüführung auf den Festeinbauten vorgesehen, wohingegen man bei den mobilen Apps auf die Bereitschaft des Fahrers angewiesen ist, diese Menüführung durchzuführen und auch zuverlässig durchzuführen. Wie verhält sich das in Zukunft? Was glauben Sie, wie werden sich Telematik-Apps auf dem Markt etablieren? Gut, das ist ein branchenunabhängiger Trend. Die mobilen Lösungen, diesen Trend beobachten wir natürlich speziell auch in unserem Telematikmarkt. Ich habe vorher schon mal unsere Entwicklungsabteilung von ca. 40 Mann erwähnt. Wir beobachten diesen Trend und sollten die vorher genannten Punkte, die wir noch nicht als vorteilhaft erachten, in Zukunft gelöst sein, werden wir da entsprechend und angemessen auch drauf reagieren können. Gut, interessante Einschätzung von Seiten Transix zum Thema Telematik-Apps. Ich danke vielmals für Ihre Zeit und wünsche noch einen angenehmen Tag. Ich danke für das Interview.